Hallo liebe Preisbock-TV-Zuseher, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und wir machen heute die erste Preisbock-Sendung im neuen Jahr. Und da wir heute eher technisch versiert sind, habe ich mir den Michael zu meiner Seite geholt. Hallo Michael. Hallo Thomas. Der euch einiges erklären wird. Da wir ja technisch sind, haben wir heute ein MacBook für euch. Die sind ja in der Regel ziemlich teuer, man kommt da über 1000 Euro meistens, kosten die Teile und wir bieten euch das heute knapp für die Hälfte an. Und natürlich können wir das natürlich nicht neu anbieten, sonst können wir so einen guten Preis euch nicht bieten. Und zwar sind die MacBooks refurbished, auf Neudeutsch heißt das, die wurden schon mal benutzt, die meisten Teile daran sind aber neu. Das heißt, es ist ein neues Betriebssystem drauf, ist eine neue Tastatur, neues Touchpad, wir haben einen ganz neuen Akku drin, das heißt, der hält auch noch ein paar Stunden und nicht nur ein paar Minuten. Und ja, er hat ganz viele tolle Sachen, wo ich jetzt Michael ein bisschen was zu erklären wird. Michael, bitte? Genau, also das ist ein MacBook von 2007 und nichtsdestotrotz hat es einen sehr, sehr leistungsstarken Intel Core to Duo Prozessor drin mit 2,16 GHz. Dazu können wir, wenn ich euch das mal zeigen darf, dazu haben wir hier dieses wunderbare 13 Zoll Display. Innen drinne ist noch 1 GB DDR2 Arbeitsspeicher zum schnellen Arbeiten und zum Öffnen von vielen Programmen. Auf der 120 GB Festplatte könnt ihr alle eure Bilder, Videos und was nicht auch sonst immer abspeichern. Das reicht im Allgemeinen für, ja, eine ganze Menge. Dann haben wir noch dazu einen DVD-Brenner, der befindet sich bei diesem Gerät hier an der Seite. Das ist ganz neumodisch, nur noch ein Schlitz, wo ihr eure DVDs und CDs reinschieben könnt. Und natürlich braucht man auf so einem Gerät dann auch die dementsprechende Software und die liefern wir euch auch natürlich gleich mit. Dazu komme ich aber gleich nochmal. WLAN, Bluetooth, ist alles mit drin, auch ein Gigabit-LAN-Anschluss für die, die es interessiert. Ja, und zusätzlich haben wir an der Seite dann noch zwei USB-Anschlüsse und wie bei jedem Apple-Produkt auch dann einen Firewire-Anschluss dazu. Ja, das erstmal so grob, damit man eine Vorstellung hat, mit was man sich hier, was man hier erwirbt. Ja, und natürlich wie in jedem guten bei jedem guten Mac gibt es einen kombinierten digitalen Mikrofoneingang und Audioausgang, sodass ihr daran eben auch eure von zu Hause gewohnten Boxen anschließen könnt. Ja, das erstmal so am Rande. So, was macht denn eigentlich das MacBook jetzt so besonders? Ich meine, es gibt viele Notebooks, aber was ist jetzt gerade Apple? Mhm. Ich meine, viele sagen ja, nicht umsonst sind die Preise bei Apple auch nicht ganz billig. Ja. Und es muss ja auch einen Grund haben, warum die den Preis haben. Klar. Also wir haben bei dem Mac erstens ein exorbitantisch cooles Design und wenn man sich das mal so von hinten, es sieht natürlich einfach stylisch aus, mit so einem beleuchteten Apfel im Café zu sitzen und rumzusurfen. Genau. Aber nicht nur der stylische Faktor spielt da eine Rolle. Was wir natürlich noch dazu sagen wollen, da die Teile ja refurbished sind, sind sie natürlich nicht ganz neu. Und wenn du mal kurz rankommst, Erik, mit der Kamera, sieht man auch hier und da schon leichte Kratzer. Das wollen wir euch natürlich sagen, dass ihr nicht sagt, hier, der hat schon Kratzer, ist benutzt. Die sind benutzt, das ist uns ganz bewusst, aber deshalb können wir euch auch den super Preis bieten. Und wen ein, zwei kleine Kratzer oder so nicht stören, der ist natürlich besten bedient, weil alles andere, die Tastatur, das Touchpad, also, ist alles neu. Wir haben extra für euch auch eine neue Tastatur reingemacht. Wir haben für euch ein neues Touchpad drin, einen neuen Akku, da komme ich gleich nochmal dazu, wie man den auch dann wechselt. Ja, und natürlich ganz klar bei den Mac-Produkten, die sind extrem robust. Also meine Freundin hat selber ein Mac, da ist schon ein, zwei Mal die Cola drüber geschüttet und das Ding funktioniert noch wie am ersten Tag. Der Preis ist absolut gerechtfertigt und gerade deswegen bin ich auch so froh, dass wir es so günstig anbieten können. Wir haben zusätzlich eben für euch das macOS 10.5 Leopard System drauf. Das ist ein ziemlich neues System. Und wer mit macOS noch nicht ganz so vertraut ist, braucht keine Angst zu haben. Das ist viermal einfacher als Windows. Also wirklich Rechner an,
Dann zeigt ihr euch an, wo die nächsten WLANs sind, wo ihr euch einloggen könnt, beziehungsweise euer eigenes. Ihr seid super schnell im Internet. Wer hochfahren geht hier innerhalb von, ich habe es glaube ich mal gemessen, so ungefähr um die 20 Sekunden. Das ist wirklich total schnell. Und wir sind, und die Bedienung ist wirklich intuitiv und einfach gehalten. Wenn wir mal kurz das zeigen könnten. Also die Programme zum Beispiel, die wir hier offen haben, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Safari angucken, die werden hier unten mit einem kleinen Punkt dargestellt. Ihr klickt einfach drauf, schon öffnet sich das. Wir sind hier jetzt eben auf dem Preisblock und das ist wirklich auf einfachste Weise. Ihr habt dann oben eine Menüzeile, über die könnt ihr das Programm wie gewohnt bedienen. Könnt dann, was weiß ich, neue Tabs aufmachen. In dem Fall ist das jetzt Safari, der Apple Browser. Und ihr habt auch die Möglichkeit, logischerweise, wie bei jedem Rechner, eure eigenen Programme drauf zu machen. Müsst ihr dann dementsprechend nur bei Google dann die Mac-Versionen dafür suchen. Also die sind aber, die Community für Macs ist extrem freundlich. Wenn ihr da eine Frage habt, stellt die da rein. Apple selber hat einen super Support zu ihren Produkten, die helfen, auch da sind die Hilfeseiten sehr, sehr gut. Und,